wo die Kapelle sein könnte. Komische Frage. Okay, mal überlegen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie den Martin finden. Ich frage mich gerade nur, wo Akatosh ist. Wir reiten einfach mal. Es gibt ja eigentlich nur einen Weg. Vielleicht können wir die Leute fragen, die unten im Lager sind. Hier geht's echt steil runter. Wir können ja mal mit ihm hier mal sprechen. Die Hoffnung ist dahin. Die kaiserliche Linie ist tot. Ich suche Martin. Der Bund ist zerbrochen. Der Feind hat gesiegt. Meint ihr den Priester? Ich glaube nicht, dass er die Stadt verlassen konnte. Nur wenige haben es geschafft. Savlian Martius weiß vielleicht mehr. Ja, das bringt mir noch nicht viel, wenn er hat das Kommando über die Stadtwache, die das Lager verteidigt. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Vielleicht können wir mit den Leuten mal sprechen. Ich weiß, aber ich suche eigentlich Martin. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt für einen Besuch in Quatsch ausgesucht. Okay, sie kann mir auch nicht sagen. Meint ihr den Priester? Also, wir können handeln. Ja, weiß ich nicht. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Ich will verkaufen hier. Was haben wir denn hier? Apfel. Langweilig, 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 langweilig. Ach hey, können wir schmieden? Lebt wohl. Wer ist das denn hier? Bolden. Ich frage mich halt jetzt nur, wo wir hin müssen. A Gate of Oblivion. Ja, ich bin gerade ein bisschen... Akatosh, zum Tempel von Akatosh. Wo könnte das denn sein? Zum Tempel von Akatosh. Samuel sagt mir, er würde glauben, dass Martin eine Gruppe ist, die sich in der Stadt in der Kapelle von Akatosh fabrikiert. Also in der Stadt. Die Frage ist halt, wie wir jetzt in die Stadt kommen. Hoho. Wie kommen wir am besten in die Stadt? Da müssten wir wohl außen rum, oder? Ich weiß es nicht. Wir laufen nochmal zurück. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt natürlich. Tut mir leid, dass wir jetzt hier so in der Gegend rumlaufen, Freunde. Aber irgendwie ist hier alles... Die Kapelle von Akatosh in der Stadt. Ja, für mich ist das hier die Stadt. Frage ist nur, wie wir da hinkommen.
Ich spreche nochmal mit ihm. Ihr kehrt am besten zum Lager zurück. Hilfe. Wer weiß, wann noch mehr davon aus diesem höllischen Oblivion-Tor kommen. Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Egal. Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Ich werde tun, was ich kann. Es kann euch aber das Leben kosten. Seid ihr sicher? Okay. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ich kann euch nur viel Glück wünschen. Klar. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir so hier Martin. Auf euch warten. Meint ihr den Priester? Als ich ihn das letzte Mal... Wenn er Glück hat, sitzt... Viel Glück. Ihr seid wirklich sehr mutig. Ah, okay. Irgendwie müssen wir da jetzt reinkommen. Vielleicht sind hier Trümmer. Hier ist natürlich nichts. Die Frage ist halt jetzt immer noch, wo ist Martin? Unser Pferd können wir, glaube ich, nicht rufen, oder? Es gewittert. Ich habe ein bisschen Angst. Aber wir müssen Martin noch finden. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß auch gar nicht, wie wir hier reinkommen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir gehen nur im Kreis hier. Ach du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt? Hier waren wir aber, glaube ich, noch nicht, oder? Aber wie kommen wir denn hier nur rein? Das gibt's doch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Pfad. Wie geht's hier weiter? Ja, wir kommen hier hoch. Jetzt regnet es auch noch. Vielleicht müssen wir irgendwo hochklettern. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach du Scheiße hier. Oh. Ist das ungemütlich.
Okay, wir haben Martin irgendwie immer noch nicht gefunden. Aber die Aussicht ist echt schön irgendwie. Ich glaube, was ich nämlich wahrscheinlich vermute, dass wir in das Tor von Oblivion gehen müssen und erst Martin befreien können. Wo sind wir jetzt? Ah. Erst Martin befreien können, wenn wir da im Tor irgendwie was besiegt haben. Und dann sind wir einmal schön rumgegangen, einfach mal so aus Langeweile. Ja, ja, mach hier nicht hier Spuk, sondern hau mal was raus hier. Ja, was mich natürlich sehr, sehr, sehr interessieren würde, wie habt ihr denn eigentlich so Weihnachten verbracht? Was habt ihr denn für Geschenke gekriegt? Also ich habe zum Beispiel von meinem Papi einen 50-Euro-Gutschein bekommen und von meiner Oma habe ich ein Buch bekommen und eine Tasche und eigentlich ganz cool. Mich würde halt mal interessieren, was habt ihr denn so bekommen? Jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Voll unheimlich hier. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir jetzt durch das Oblivion-Tor. Ich glaube, unser Pferd lassen wir lieber hier. Und dann geht's auf. Boah, ich will mitkämpfen, ihr Viecher. Na, komm schon her. Goblin-Scheiß, du. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Dann mal rein da. Ich bin auf eurer Seite. Ach, wir können da sogar ra- Oh, mein Gott. Ja, toll, wir können da sogar rein. Nee, ne? Denk nicht mal dran. Nimm das, du Drecksding! Hier, stirb! Alter, ist das Ding aggressiv. Hey! Kapelle von Akatosh, da müssen wir hin. Hey, nicht! Aha, nein, nein. Wie ist die Situation draußen? Wir fürchteten schon, wir seien die einzigen Überlebenden. Bruder Martin? Ja, er ist da drüben. Er führte eine Gruppe von uns während des Durcheinander des Angriffs hierher. Er hat uns das Leben gerettet. Es ging alles so schnell. Es war das Einzige, was wir tun konnten, um die Überlebenden zu finden und in Sicherheit zu bringen. Wir haben kläglich versagt. Cool, die hat so diese wie heißen diese Dinger? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Tiara, hey, du gefällst mir. Coole Augen. So, dann suchen wir mal Bruder Martin, Bruder Martin, lebst du noch? Lebst du noch? Hörst du nicht den Sirius, der mit dir sprechen will? Huch. Ich habe mir den echt anders vorgestellt. Ich dachte, der hätte so eine Halbglanze. Wir sitzen hier fest, seit die Dädra die Stadt überrannt haben.
Kommt mit mir, ihr seid in Gefahr. Der Kaiser befahl mir, euch zu finden. Ihr seid Martin, oder? Der Kaiser ist tot. Wer seid ihr? Was wollt ihr wirklich von mir? Ja, ich bin ein Priester. Braucht ihr einen Priester? Ich glaube nicht, dass ich euch viel helfen kann. Ich habe momentan Probleme, die Götter zu verstehen. Es gibt einen Plan. Wir sind Wenn all dies davon. Ein göttlicher Götter Plan ist, bin ich mir nicht sicher, ob ich damit etwas zu tun haben will. Wenn ihr gekommen seid, um mir zu helfen, seid ihr verrückter, als ihr aussieht. Sohn. Seht euch um. Für was ist ein Priester schon gut? Kaiser Uriel Septim? Ihr denkt, der Kaiser sei mein Vater? Der Kaiser wusste, ihr müsst den falschen Mann gefunden haben. Ich bin ein Priester Akatoschs. Mein Vater war ein Bauer. Wieso würde ich euch Ihr anlügen? Habt vor dem Tod des Kaisers mit ihm gesprochen? Und er trug euch auf, mich zu finden? Ich weiß nicht. Es klingt merkwürdig. Kommt mit mir, ich denke, zur dass ihr gar die Wahrheit sprechen könnt. Was bedeutet dies? Was wollt ihr von mir? Nein, es tut mir leid. Aber selbst wenn es stimmt, was ihr da sagt, kann ich diese Leute nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich komme mit euch, wenn wir alle von hier weggehen können. Ich bin nur noch müde. Ja, ich kann es nicht fassen. Ich muss wieder von vorn beginnen. So, die haben hier ein bisschen Brot und Käse. Bronzeseil, aha. Ja. Ein Greifzirkel. Ne, wir haben schon Greifzirkel. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Und betreten mal das Tor. Denn irgendwie geht Martin ja erst weg, wenn wir das Oblivion-Tor zerstört haben. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwie zerstört. Dann mal wieder raus hier. Und rein da auf die Oblivion-Ebene. Da kommen schon die ersten Monster angelaufen. Uah, stirb! Dreh da Ding! Nein! Da wäre ich gestorben. Toll. Gut, dann gehen wir jetzt mal wieder raus. Ich schau mal eben, ob wir den Quest noch haben. Durchbrech, findet den Erben. Ja, okay. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich würde sagen, wir speichern mal eben einmal ab. Dann haben wir das. So, ich schau mal eben hier. Automatisch speichern, überschreiben. Ja, das können wir. Und dann geht's auch weiter. Also das Ganze nochmal. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was mehr Schaden macht. Die Klinge. Vier. Fünf. Das Langschwert macht natürlich schon mehr hin. Aber die Claymore natürlich noch mehr. Boah. So, ja, wir sind so schnell gestorben, weil wir uns nicht geheilt haben. Wir können ja auch mal uns wieder ein bisschen heilen hier. Ein netter kleiner Heilungszauber.